Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge sind wir wieder in die Unterwelt sozusagen gekommen und wir müssen jetzt zur Dwemer-Ruine gehen. Das wäre hier, allerdings finde ich gerade Fenorion noch nicht. Wir müssen erstmal da durch und achso, wir müssen zum Eingang rein, okay. Das heißt, wir preschen hier einfach mal durch. Da seid ihr ja. Wir haben ein Problem. Ja, red doch gerne mit mir. Ich stehe hinter dir. Hier haben Rade Al-Saran und Fürstin Belein das Gebäude betreten. Doch ich finde keinen Weg, um die Türen zu öffnen. Ich vermute, dass sie deshalb den Schlüsselstein brauchten. Also, wie folgen wir ihnen ohne einen eigenen Schlüsselstein? Eine gute Frage. Sehen wir uns um. Diese Ruine ist nicht ganz erhalten geblieben. Teile von ihr sind über die Jahre verfallen. Vielleicht können wir einen Pfad durch die Trümmer finden. Seid nur vorsichtig. Ich habe sowohl Konstrukte als auch schattenhafte Kreaturen durch diese Ruine streifen sehen. Konstrukte und schattenhafte Kreaturen? Die Konstrukte stammen von den Dwemern und ich hätte sie hier auch erwartet. Die Schatten? Es scheinen Wesen aus tiefschwarzer Finsternis zu sein. Recht verstörend. Und möglicherweise gefährlich. Etwas Ungewöhnliches hat von diesem Ort Besitz ergriffen. Wisst ihr, was das für ein Ort gewesen sein könnte? Ich wünschte, ich könnte es mit Gewissheit sagen. Bisher habe ich schrecklich wenig über Dwemer-Ruinen gelesen. Es kommt mir allerdings so vor, als hätte der Name Arkzand eine Verbindung zu einer Universität oder einer Bibliothek. Dieser Ort wirkt irgendwie akademisch, findet ihr nicht? Die Schattenwesen, die ihr erwähnt habt, meint ihr, es sind Dwemer? Ich sehe nichts Dwemerhaftes in ihrem Verhalten oder Erscheinungsbild. Dwemer waren sorgfältige Gelehrte. Ihre Konstrukte, ihre Architektur, alles daran ist präzise und kontrolliert. Diese Schatten sind wie wilde Tiere. Was auch immer sie hervorgebracht hat, hat vielleicht gar nichts mit den Dwemer zu tun. Arana hat dort unten etwas gespürt. Sie nannte es eine Finsternis. Rake-Magie kommt mir wild und unberechenbar vor. Arana hat aber offensichtlich eine starke Verbindung zu dem Aufwallen und Abebben der Geister. Sie könnte diese Kreaturen gespürt haben, doch ich vermute, etwas anderes bereitete ihr dieses Unbehagen. Noch etwas? Die Quelle dieser Schattenwesen, dieser Schemen. Ich spüre eine Verderbnis, eine Leere. Je länger ich ihr nahe bin, desto mehr vermute ich, dass es genau das sein könnte, was Rade Al-Saran und Fürstin Belein überhaupt erst hierher gelockt hat. Bleibt wachsam, meine Freundin. Das sind wir doch immer. Ja, durch die Tür kommen wir nicht. Hier wird links etwas angezeigt. Höher. Okay. Wie sollen wir dann da hochkommen? Das ist, glaube ich, eine andere Quest hier mit den Dingern. Achso, so können wir hochkommen. Das sieht doch gut aus. Diese Tür ist ganz klar blockiert. Und diese merkwürdige Energie. Wartet, ist da etwas auf dem Boden? Ja, das würde ich gerne lesen. Wir haben die Ruinen erreicht. Die Fürstin Belein die Bibliothek von Arkzand nennt. Nennt mir nicht sonderlich... Ich kann heute nicht mehr lesen. Sieht mir nicht sonderlich nach einer Bibliothek aus. Es macht mir Sorgen, wie besessen Belein davon ist, dieses finstere Relikt zu erwecken. Ich glaube, dass die Jahrhunderte der Isolation ihren Tribut zollen. Durch die Anwesenheit des Relikts sind offenbar einige seltsame Energietaschen entstanden. Fürstin Belein behauptet, dass ihr Volk die Macht der Energie genutzt hat, um sich über kurze Strecken zu teleportieren, um ansonsten unzugängliche Orte zu erreichen. Der Aschefürst hat mir den Auftrag erteilt, dieses Phänomen weiter nachzugehen, da er an der Grauen Schar große Dienste erweisen könnte. Ich werde nach Kräften versuchen, den Nutzen dieser Lehrportale zu bestätigen. Allerdings werde ich vorsichtig sein. Ich habe gesehen, was mit der Zeit mit jenen passiert, die sich an der Dunkelheit hier laben. Das ist kein Leben mehr.
Mir ist klar, dass dieses Bündnis mit Fürstin Bilein für die Ziele der Grauen Schar notwendig ist. Aber wir dürfen uns nicht ihrem Wahnsinn fangen lassen. Pentarch Zivernes. Falsch. Dieses Pergament wirkt verhältnismäßig neu und unbeschadet. Was steht darauf? Das hat ein Pentarch der Grauen Schar geschrieben. Dies ist anscheinend die Bibliothek von Arkzand. Die Bibliothek von Arkzand. Interessant. Ich gehe davon aus, dass in einer Dwemer-Bibliothek mehr als einfach nur Bücher stehen. Steht dort sonst noch etwas Relevantes geschrieben? Es deutet an, Fürstin Bilein will irgendeine Art von finsterem Relikt erwecken. Ein finsteres Relikt? Das klingt unheilverheißend. Und ist ziemlich wahrscheinlich die Finsternis, die Arana gespürt hat und die ich jetzt auch spüre. Sie könnte auch der Ursprung all dieser Schatten sein. Sonst noch etwas? Sie erwähnt leeren Portale, seltsame Energietaschen, die man nutzen kann, um kurze Strecken zu reisen. Leeren Portale, ein finsteres Relikt, das Macht verströmt, und seltsame Schatten. Wir dürfen nichts davon in Rade Alzarans und Fürstin Belaiens Hände fallen lassen. Lasst uns sehen, was wir auf der anderen Seite dieses Gebäudes finden können. In Ordnung, ich suche weiter. So, das heißt, wir müssen jetzt einmal rüber. Ja. Ich denke mal, dass wir da etwas Ähnliches finden werden. Solch eine Zerstörung. Nicht durch den Zahn der Zeit. Hier ist etwas Schreckliches geschehen. Darf ich kurz lesen? Dankeschön. Die anderen sind längst weg auf der Suche nach dem Akzan-Schlüsselstein. Fürstin Bilein und der Aschefürst brauchen ihn, um die Bibliothek betreten zu können. Allerdings muss ich noch mehr über diese Energie herausfinden. Die stille Leere dieser Ruinen ist die perfekte Umgebung für meine Forschung. Niemand, der mich stören könnte. Nur willenlose Konstrukte und diese seltsamen verformten Schatten, die innerhalb eines Augenblicks zwischen Energietaschen hin und her flitzen. Fürstin Bilein ist offenbar in der Lage, diese Leerportale zu nutzen. Sicher kann auch ich das Geheimnis für mich entdecken. Trotz der Geheimniskrämerei, die Fürstin Bilein bezüglich des dunklen Relikts betreibt, konnte ich einen Durchbruch erzielen. Bei der Untersuchung der konzentrierten Energie in den Ruinen stieß ich auf kleine Stücke scherbenartigen Materials, das offenbar aus der Dunkelheit stammt. Jede der Scherben ist enorm schwer, fast als würde eine Macht Gegenstände außerhalb zu sich ziehen. Wenn ich mich konzentriere, kann ich dieselbe Anziehungskraft um die Energietaschen herum spüren. Die Scherben wollen zu der Energie zurückkehren, aus der sie sicherlich hervorgegangen sind. Was wohl passieren wird, wenn ich mich einer der Energietaschen mit einer Scherbe nähere? Die nächste Entdeckung. Ich habe mich einer Energietasche mit einer Scherbe genähert und schon offenbarte mir das Geheimnis. Je näher ich kam, desto stärker wurde die Anziehungskraft. Plötzlich spürte ich etwas, das man wohl nur als ein Rutschen beschreiben kann. Als wäre ich gestolpert und würde hineinfallen, aber seitlich. Ich schaute mich um und stellte fest, dass ich anderswo war. Ich war mitsamt der Scherbe durch die Energie an diesen neuen Ort gezogen worden. Die Nutzung der Energie hat mir die lange verschlossenen Türen dieser Ruine geöffnet. Vielleicht brauchen wir den Akzant-Schlüsselstein ja doch nicht, um die Bibliothek zu betreten. Zumindest nicht, um das Gebäude zu betreten. So wie ich Fürstin Bilein kenne, hat der Schlüsselstein noch eine weitere Funktion, die sie dem Aschefürsten bisher noch nicht verraten hat. Pentarch Zivernes. Diese Scherbe sieht merkwürdig aus. Noch eine Notiz und eine seltsame Scherbe. Was meint ihr dazu, meine Freundin? Laut der Notiz hat der Pentarch herausgefunden, wie man die leeren Portale nutzt. Darin werden solche Scherben erwähnt. Interessant. Diese Scherbe erinnert mich an etwas, was aus der finstersten Ecke im Reich des Vergessens gerissen wurde. So verstörend dieser Gegenstand auch sein mag, ich glaube, wir sollten ihn behalten. Insbesondere, wenn wir damit die leeren Portale durchqueren können. In der Notiz steht, der Pentarch wurde mithilfe einer dieser Scherben durch die Portale gezogen. Ich würde vorschlagen, ihr versucht, eine Scherbe einzusetzen, um selbst durch eines der leeren Portale zu treten.
Es ist ein beträchtliches Risiko, doch wenn wir diese seltsamen Taschen von Energie zu unserem Vorteil nutzen können, müssen wir es versuchen. Dann machen wir das mal. Wobei ich mir nicht sicher bin, doch, aber das soll ich benutzen. Warum? Komm ich hier hin? Es hat funktioniert. Gut gemacht, meine Freundin. Du kannst dich doch porten. Wieso hast du mich nicht einfach hochgeportet? Na gut. Wie kommen wir denn hier weiter? Da oben. Versucht euch auf diese Tasche aus Energie zu konzentrieren. Ich bin dir weit voraus. Und hier ist auch der Eingang. Das ist beeindruckend. Dieser Ort. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich wusste, dass die Dwemer einige prächtige Bauwerke schufen, doch dies hier ist atemberaubend. Und seht, noch mehr von diesen leeren Portalen sind in den höher gelegenen Abschnitten dieser... Das einzige Wort, das einem dazu einfällt, ist Kathedrale. Warum gibt es so viele leeren Portale in und um die Bibliothek? Bis wir die Quelle finden, kann ich nur mutmaßen. Wir müssen sie finden und mehr über diese Energie und das wahre Wesen dieser Schatten erfahren. Wenn es Rada al-Saran und Fürstin Belayen gelingt, diese finstere Energie zu zähmen, will ich gar nicht darüber nachdenken, was sie damit erreichen können. Was glaubt ihr, was sie mit dieser finsteren Energie wollen? Je länger ich in ihrer Nähe bin, desto mehr nehme ich von den Schatten wahr. Ich spüre zersplitterte Gedanken und reine Gefühle. Sie erinnern mich an pure Wut und ungezähmten Schmerz. Vielleicht finden wir ein paar Antworten, wenn wir die Bibliothek erforschen. Okay. Ich sehe nur gerade nichts. Achso, wir müssen hinten durch. Schatten. Ich spüre ihre Gegenwart in jeder finsteren Ecke. Geht weiter. Machen wir. Nicht da. Hab keine Zeit. Natürlich stehen da im nächsten Raum direkt wieder zwei. Okay, wir müssen nach da oben. Hier nicht so lange rum, Basti. Wir müssen hoch. Achso, ich muss mit dem reden. Da der Pfad vor uns versperrt ist, ist die Tür über uns wohl unsere einzige Möglichkeit. Allerdings spüre ich da etwas auf der anderen Seite. Ich rieche Öl. Ich höre das Sirren uralter Zahnräder. Schreitet mit Vorsicht voran, meine Freundin. Meint ihr, ich kann die Lernportale nutzen, um die Tür zu erreichen? Eine hervorragende Idee. Doch um ganz nach oben zu kommen, müsst ihr euch vielleicht etwas einfallen lassen. Ihr spürt eine Gefahr jenseits dieser Tür? Eine Gefahr, ja. Aber sie scheint sich auf dieses Dwemer-Gebäude zu beziehen und nicht auf die finstere Energie, der wir nachspüren. Ich bezweifle, dass es etwas sein könnte, womit wir nicht fertig werden. Seid nur vorsichtig bei der Nutzung der Portale. Ein Sturz aus solchen Höhen könnte sich als tödlich erweisen, selbst für euch. Ja. Ich hoffe doch mal nicht, dass die einen herabstürzen lassen. Komme ich da nicht direkt hoch? Moment, da sind welche, da sind welche. Mein Ziel ist da oben. Warum komme ich da nicht hoch oder muss ich hier noch höher? Ah. Okay. Da oben war noch eins. Das bringt uns jetzt hier natürlich nicht weiter. Es sei denn, dass ich auf die andere Seite kommen würde, dann würde ich... Nee, dann würde ich von da oben wahrscheinlich nach da unten kommen. Aber ich muss ja hier rechts hin. Moment. Eigentlich war ich ja rechts schon ganz gut. Ich kann da noch nicht hochklettern, ne? Allerdings von der anderen Seite aus...
Ich kann die Treppen hoch, aber da hinten komme ich dann, glaube ich, nicht mehr hoch. Moment. Oder kann ich da hoch? Also hoch ja, aber komme ich darüber? Das ist jetzt die Frage. Nee, hier ist zu. Okay, hier ist zu. Da kommen wir noch hier. Ja, toll. Abgeschlossen erreicht die Tür. Die sind ja lustig. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt der Plan war, so wie ich das gemacht habe. Aber so geht's auch. Das scheint eine Art Eindämmungsapparat zu sein. Und in der Mitte ist ein Schatten gefangen. Ja, das ist richtig. Das sieht mir sehr nach einem Rätsel aus. Es ist berauschend, mittels der leeren Scherben durch die leeren Portale zu reisen. So konnte ich diese uralte Kammer mit ihrem bemerkenswerten Eindämmungsapparat erreichen. Schaut nur, wie die Maschine größere Brocken der leeren Scherbe verwendet. Genauer gesagt, Kristalle. Irgendwie nutzt sie die dunkle Energie, die aus unseren Taschen fließt, aus diesen Rissen im Material der Realität. Ist hier ein Überbleibsel eines Dwemer-Experiments verloren in der Zeit? Als ich die Kristalle drehte, stellte ich fest, dass sie als Fokuspunkt hier der Energie dienen und sie reflektieren und brechen. Durch die Verstärkung beginnt der Apparat sich zu regen. Vielleicht kann ich ihn so justieren, dass eine der Energietaschen stabilisiert wird. Die Anziehungskraft der Energie ist stark, aber ich muss die Kontrolle behalten. Wenn ich auch nur einen Fehler mache, entkomme ich ihren Griff womöglicherweise nicht mehr. Pentarch Zivernes. Noch ein Blatt Pergament? Bringt es her. Ja, da oben. Ich entschuldige mich übrigens auch schon mal für meine Stimme, aber ich bin immer noch nicht so ganz oben auf. Könnte das eine weitere Beobachtung des Pentarchen der Grauen Schar sein? Welche Geheimnisse mag er dieses Mal offenbaren? Der Apparat bündelt die leeren Energie irgendwie. Ich glaube, er wollte damit einen Durchbruch stabilisieren. Natürlich. Trotz all des Wissens, das er erlangte, beging er einen Fehler. Dieser gefangene Schatten, das ist der Pentarch der Grauen Schar. Wir sollten versuchen, ihn zu befreien. Wenn nicht aus Gnade, dann um herauszufinden, was er über die finstere Energie und deren Quelle weiß. Die Notiz deutet an, dass die leeren Kristalle gedreht werden können, um die Energie zu bündeln. Sehr gut. Nun manipuliert die Kristalle und findet einen Weg, um den gequälten Schatten zu befreien. Doch lasst Vorsicht walten, meine Freundin. Ich sähe es nur sehr ungern, wenn ihr wie der Pentarch der Grauen Schar im Apparat eingefangen würdet. Mal ganz ehrlich, Verandis, warum muss ich das eigentlich machen, wenn die Gefahr besteht, dass ich dadurch, gefangen werden könnte? Genau. Positioniert weitere Kristalle neu, um die Energie zu reflektieren. Warum machst du das dann nicht einfach? Ach so, das muss dann dahin wahrscheinlich. Da tut sich nichts. Das hat etwas bewirkt. Versuch die Kristalle in allen vier Ecken des Raums zu verbinden. Ja, ich war gerade innerlich bei Palbold. Ich wollte gerade hier hochklettern. Ah, Moment, ein Lärmportal. Das hat nichts gebracht, oder? Hallo? Kann ich jetzt nicht mehr drehen, oder was? Ach so. Wo muss der denn drauf zielen eigentlich? Ich glaube, da hinten war noch einer, oder? Ja. Also, ich habe jetzt die Kristalle so weit immer nur gedreht, bis ich sie nicht mehr drehen konnte oder er was gesagt hat.
Wölfchen, wie bist du denn hier hochgekommen? Na, man sieht es jetzt, jetzt kann man sie nicht mehr drehen. Aber jetzt ist der Strahl auch hier unten angekommen. Die Frage ist ja, ich muss da hinten hin, oder? Ich bin mir nicht sicher, wo ich eigentlich drauf muss. Hier sind mehrere. Ach, der geht da oben, ne? Immer noch nicht. Wie lange braucht der zum Drehen? Ne, jetzt ist er an dem vorbei. Dafür hat er den jetzt getroffen. Der müsste richtig sein. Na gut, ich dachte, der geht erst nach oben und dann nach unten, aber so geht es natürlich auch. Frage ist nur, der trifft den doch da oben nicht, oder? Na doch, anscheinend schon. Es hat geklappt. Schnell jetzt. Befragt den Schatten, ehe er sich auflöst. Schatten, bleib hier. Ich muss mit dir reden. Ist hier nicht irgendwo offen? Doch da. Die Dunkelheit. Sie regt sich. Spürt ihr es? Erzählt mir von der Dunkelheit. Die Dunkelheit ist ein Ort, ein Gefängnis. Doch sie ist noch mehr als das. Was einst schlief, regt sich nun. Und es ist hungrig. So ungeheuer hungrig. Diese Dunkelheit, ist sie das, was Radha al-Zaran und Fürstin Bilein suchen? Der Aschefürst. Und die alte Fürstin. Ja. Doch sie hatten unterschiedliche Ziele. Fürstin Belay. Das Gefäß, das sich niemals füllt. Sie erweckt das schwarze Herz. Sie erwacht unter den Sternen und Sphären. Versteht ihr? Wenn das schwarze Herz schlägt, dringt sie die Schatten. Unter Sternen und Sphären? Wo finde ich Fürstin Bilein? Sie geht dorthin, wo sich Missingwelten drehen. Im Globus der Schatten. Könnt ihr es hören? Das Pochen? Ihr wandert zwischen den Schatten. Ich sehe es in euren Augen. Ihr werdet fallen, wie ich gefallen bin. Hinabgezogen. In die Dunkelheit. Ja, das will ich doch mal nicht hoffen. Solche Qual. Solcher Schmerz. Seelen, die in Molag Bals Reich gefangen sind, verdorren über die Jahrhunderte. Doch dieses schwarze Herz, es raubt Kreaturen ihre Lebenskraft fast auf der Stelle. Ich wünschte, die Erinnerung hätte uns mehr verraten und wäre etwas zusammenhängender gewesen. Wir wissen, dass Radar al-Zaran und Fürstin Bilein nach etwas suchen, was man das schwarze Herz nennt. Ja, aber anscheinend zu unterschiedlichen Zwecken. Instabile Durchbrüche im Gewebe der Wirklichkeit. Implodierte Gemächer, gefangene Schatten. Alles weist auf irgendein schreckliches Dwemer-Experiment hin, das aus der Bahn geraten ist. Diese dunkle Energie ist ganz klar mächtig und gefährlich. Was könnten Radar al-Zaran und Fürstin Bilein mit so etwas wollen? Wie der Schatten andeutete, trachten die beiden aus unterschiedlichen Gründen nach dem schwarzen Herzen. Ich kann nur mutmaßen, was Radar al-Zaran mit einer solchen Macht anstellen würde. Was Fürstin Bilein angeht, er nannte sie das Gefäß, das sich niemals füllt. Eine ungewöhnliche Beschreibung. Ungeachtet dessen müssen wir sie finden. Sagt euch unter Sternen und Sphären irgendetwas? Es muss etwas mit dem Himmel zu tun haben. Oder vielleicht Konstellationen, so wie die, die uns nach Betar Zeel führten.
Jedenfalls ist unbestreitbar, dass der dunkle Strom, der durch diesen Ort fließt, Seelen einfängt und sie zu diesen Schatten pervertiert. Bei dem Schatten klang es so, als wäre das schwarze Herz lebendig. Vielleicht steckt wirklich eine Art Leben in ihm. Mit Sicherheit birgt es eine schier unermessliche Menge an Macht. Genug Macht, dass wir nicht zulassen dürfen, dass sie gerade als Saran oder Fürstin Belain in die Hände fällt. Kommt, meine Freundin, setzen wir unsere Suche fort. Ja, das sollten wir tun. Und den armen Kerl, den lassen wir jetzt einfach hier so zurück. Na gut, er hat ja selber gesagt, bevor er sein Ende nimmt, ne? Achtet auf Anzeichen der grauen Schar. Die sollten uns zu Rade al-Saran und Fürstin Belain führen. Ja, ich sehe hier keine Anzeichen. Ich sehe nur die graue Schar selber. So, wo sind wir denn? Sterne und Sphären. Rade al-Saran und Belain, da sind sie. Belauschen wir sie. Das Planetarium von Arktzand. Der Schlüssel zu unserer Erlösung. Es steht hier reglos seit fast 3000 Jahren. Seid ihr euch sicher, dass der Schlüsselstein es antreiben wird? Es muss bereit sein, wenn die Zeit kommt. Der Schlüsselstein ist nur ein Teil des Rätsels. Wir müssen auch das Schwarze Herz erwecken, genau wie abgemacht. Ich gab euch mein Wort, Belain. Die graue Schar wird eure Prophezeiung wahr werden lassen. Die Omen und Vorzeichen von Rake-Hexen können ermüdend sein. Doch hierfür sind sie notwendig. Das schwarze Herz muss wieder schlagen. Und das wird es, Belain. Bald. Mit dem Schlüsselstein können wir nach Belieben kommen und gehen. Verlassen wir diesen Ort. Wir haben noch viel zu tun, bevor wir das Planetarium wieder in Gang setzen können. Prophezeiungen der Rake-Hexen? Welches Schicksal fordert ihr nun heraus, Rada? Übrigens, so ähnlich gibt es auch ein Viererverlies, was überall diese großen, ich sag mal, Behälter mit den Flüssigkeiten drin hat. Das war ziemlich cool. Wie wir spekuliert hatten, kann der Schlüsselstein mehr als nur Türen öffnen. Rada al-Saran und Fürstin Belain planen, ihn einzusetzen, um das Planetarium wieder in Gang zu setzen. Eine Frage bleibt. Warum? Und welche Rolle spielt das Schwarze Herz bei ihren Intrigen? Sie hat Rake-Hexen-Prophezeiungen erwähnt. Wisst ihr, was sie damit meint? Ich bin mir nicht sicher. Wir wissen, dass die graue Schar Rake-Hexen in ihren Reihen hat. Vielleicht spielt ein örtlicher Zirkel eine Rolle bei all dem. Wir müssen mit Arana sprechen. Wenn wir mehr über Rake-Hexen-Prophezeiungen erfahren wollen, können wir uns auch gleich an eine Fachfrau wenden. Sollten wir Radar al-Saran und Fürstin Belain nachsetzen? Ohne den Schlüsselstein oder weitere leeren Portale können wir nicht hinunter in die Planetariumskammer. Ich werde hier bleiben und versuchen, ihre Fährte aufzunehmen. Ihr müsst für mich zum Rebellenunterschlupf reisen und so viel wie möglich von Arana erfahren. Na gut, aber ich würde sagen, bevor wir uns dann wieder zum Rebellenunterschlupf aufmachen, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen, damit die Folge nicht allzu lange ist. Und ich denke mal, da wird dann auch wieder wiederholt, was wir hier alles erlebt haben. Deswegen ist das immer ein ganz guter Cut, das vorher zu machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge im Rebellenunterschlupf wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.